So, dann können wir jetzt weitermachen mit neuer Frisur und wir gucken auch gar nicht mehr so grumpy. Wo hatten wir denn jetzt so hier eine Westen? Wir haben halt ja auch noch ein paar Nebenquests, ne? Überstunden. Bringen den Ranger. Ach ja, das Holz. Dann gehen wir erstmal zu Eugene. Ich vergesse immer, dass ich nicht ganz durchdrücken darf, immer. Wo ist denn Eugene überhaupt hin? Hui! Eugene? Eugene da oben irgendwo. Und danke euch auch fürs WW sagen. Ja, da oben. Warte mal. Da muss ich anders hin. Da muss ich dem Weg, glaube ich, hier wieder folgen. Und Hallöchen, Domi! Ich finde gut, dass man auch einigermaßen gut wegrennen kann von denen. Ich will den Doggo eigentlich haben. Wir versuchen uns den zu fangen. Ich hätte ein paar neue Kassetten mitnehmen sollen, wahrscheinlich. Wir machen, glaube ich, erstmal die Schlange weg. Alles auf die Schlange. So. Die ist auch nur Stufe 3, ne? Ui. So, haben noch 3 Stück. Komm schon. Ich will dich haben. Ja. Ist so süß. Oh, Aufgabe 4 gestanden. Ich verstehe das nicht. Ich bin, glaube ich, zu schlecht, aber was das angeht. Irgendwie verstehe ich das noch nicht so ganz. Komm schon. Jetzt, oder? Pombombe. Pombomben gelten normalerweise als die freundlichsten Kreaturen auf Neuviral. Hätten sie nicht die Angewohnheit, versehentlich alles und jeden in Brand zu stecken, würden sie ziemlich gute Haustiere abgeben. Süß. Süß. Und voll. Sticker anzeigen. Guck mal, ich habe, glaube ich, sogar einen Feuersticker und den kann ich doch bestimmt. Kann ich den nicht an. Klebrige Zunge. Spucken. Hundejahre. Verlängert die Dauer der Status des Exils. Kann ich den hier irgendwie wegmachen? Vielleicht doch nicht. Wir haben aber Doggo. Hallöchen bei schon Kuh. Und bitte keine Tipps. Keine ungefragten Tipps. Dankeschön. Wie eigentlich bei jedem Streamer. Ich habe mir das bei dir auch gar nicht weiter durchgelesen. Ich habe nur gelesen, zum Besseren fangen solltest. Und dann habe ich aufgehört zu lesen. Aber du hast trotzdem einen schönen Stream. Okay, wir haben jetzt den süßen Huni. Ich habe ja auch erst angefangen mit dem Spiel heute.
Es gibt rhetorische Fragen, auf die der Chat nicht antworten soll. Eigentlich, wie auch bei jedem anderen Streamer, ich weiß nicht, vielleicht guckst du andere Streamer als ich, aber bei denen, die ich kenne, die fragen einen ganz direkt. Die fragen, hey Chat, könnt ihr mir helfen? Und dann dürft ihr natürlich ohne Probleme helfen. Aber oft brabbelt man Sachen vor sich hin und fragt sich selber, wie man Sachen tut und nicht den Chat direkt. Steht auch eigentlich in den Regeln und im BSG-Command und alles. Es wird öfter mal auch im Chat angezeigt. Deswegen ja. Ganz, ganz oft brabbelt man einfach nur vor sich hin. Und fragt sich selber einfach diese Dinge und nicht direkt den Chat. Deswegen, wenn ich den Chat frage, dann spreche ich den Chat auch direkt an. Ich wollte hier Gruppe. Zette ansehen. Und Hallöchen Alicia. Ich sehe ein süßbärtiges Elli. Nee. Zweifle ich. Sticker an. Keine kompatiblen Sticker. Ich dachte bei Feuer und Feuer, aber okay. Okay. Dann nicht. Das hätte wechseln. Einmal hier hin. Und ich kann ja auch noch nicht alles wissen. Ich habe ja heute erst angefangen. Spiele ja noch gar nicht so lange. Hallo. Ich häng quasi ja noch teilweise im Tutorial. So klebrige Zunge. Trifft dein Ziel und verringert seine Ausweichung. Zunge. Trifft dein Ziel. Aber wenn man... Das war Plastik. Wenn man Plastik angreift, wird es Gift oder sowas war das, ne? Das ist ja dann blöd mit Feuer. Jetzt schlabber ich dich an. Und hier können wir nochmal Hilferuf versuchen. Schlabber. Nice. Ganz klar, dass jeder anders. Jetzt weiß ich es. Fertig ist die Sache. Okay. Okay. Ja, wie gesagt, vielleicht handhaben das andere Streamer auch anders. Ich schaue eigentlich fast nur bei Leuten anscheinend zu, die das genauso handhaben wie ich. Deswegen, ja. Aber dann einfach nur nochmal zum Verständnis. Du bist voll cute. No! Du bist cute. Ach man. Ich bin auch nur hier und ich fühle mich. Ich fühle mich. Wie weiß ich nicht. Ich fühle mich eigentlich wie so ein nasser Sack, so richtig bäh. Aber das liegt auch, glaube ich, daran, dass mein Selbstbewusstsein nicht gerade hoch ist und ich mich eigentlich wie... Ich fühle mich wie die hässlichste und schlimmste Person auf Erden. So. Hier einmal anspucken. Okay, bin schon tot. Level up. Ich finde es aber gut, dass wir die Kassetten nicht selber leveln. Das ist wieder so süß. Oh, die sind so süß, ne? Dass man nicht die levelt, sondern wir als Person leveln halt. Das finde ich ziemlich gut. Dass die sind eigentlich alle mal gleich stark. Das finde ich sehr, sehr nett. Den einmal anschlabbern. Hier versuchen wir wieder den Hilferuf. 50-50. Also bisher klappt es aber ganz gut, dass der hilft. Wir mögen uns. Wir schlabbern uns gegenseitig ab. Oh. Ich bin ein bisschen cute. Ja. Ihr seid sowieso cute. Oh, Domi ist heute aber ein bisschen salziger als Q.
Na gut, dann sind wir beide cute. Alicia, wie läuft das eigentlich mit dem Ballett? Ich habe auf Twitter gesehen, dass du hin und wieder so Ballett tanzt und so. Läuft alles gut? Oh, er ist runtergefallen. Wir könnten vielleicht die Schlange hätten wir anzünden können. Bin mir gerade... Naja, egal. Weil die ist ja eh schon Gift. Hui! Angekuckelt! Ich sehe da nichts Hässliches an dir. Na. Ja. Ja, mein Selbstwertgefühl ist nicht gerade das Höchste. Das war aber schon immer so. Befeuert. Ziele des Feuertyps können nach Angriff des Gifttyps verbleibendes Gift als Brennstoff nutzen, um stärker zu werden. Oh. Charaktere mit AP-Bonus erhalten pro Runde ein AP zusätzlich. Okay. Da am Anschlabbern und da auch noch mal. Ey! Ja, läuft gut. Ich habe von Dienstag immer noch Muskelkater. Oh no! Oh no! Aber ich hoffe, es macht dir trotzdem immer noch Spaß. Ja, komm, wir halten hier einmal ganz kurz und ausruhen. Der Pfeil der Zeit zeigt stets nach vorne, Kaylee. Der. Was? Oh, das hat mein Papa immer gesagt. Das bedeutet wohl, dass die Zeit voranschreitet. Man kann die Uhr nicht zurückdrehen, um Fehler zu beheben. Also sollte man nicht zu sehr an der Vergangenheit hängen. Ja. Sagt sich immer so leicht. Selbst wenn man das möchte. Das bedeutet wohl, dass wir über die nächsten Schritte auf unserem Abenteuer nachdenken sollten. Immerhin zeigt der Pfeil der Zeit stets nach vorne, Ellie. Ach, Mann. Es ist wieder nachts. Dummi, der grüne Frosch ist nicht mehr giftig. Du kannst ja nicht mehr umfallen. Außer er hat sich vielleicht nicht gewaschen. Wo ist denn jetzt hier hin? Hier hin? Ach, dann da oben. Hier Wasser ist. Also, hallo? Schade. Das ist ja doch da oben. So, meine dumme Frage, wenn ihr euer Bein anhebt und am Oberschenkel fühlt, ist das dann eher fest oder eher Schwabbel? Ich habe keine Ahnung. Das kann ich dir jetzt, ohne es selber zu versuchen, nicht sagen. Aber wahrscheinlich bei mir wahrscheinlich eher Schwabbel. Glaube ich. Hey! So, schön, dass du gekommen bist. Bist du bereit, es mit den Mächten des Bösen aufzunehmen? Ja, ich glaube schon. Momentis! Enorm! Da unten war ich gerade! Ernsthaft? Okay, siehst du das Gebäude da drüben? Das ist eine Festung. Da schmieden diese unmenschlichen Parasiten ihre finsteren Pläne, um die Welt zu übernehmen.
Sieht, ja, sieht irgendwie jetzt nicht besonders beeindruckend aus. Austin kann täuschen, glaub mir. Ihresgleichen hat früher die Welt heimgesucht, von der ich stamme. Aber wir haben uns gewehrt und wir haben gewonnen. Es gibt ein paar dieser Festungen. Du hast sie vielleicht schon gesehen. Die Vordertür ist verschlossen. Aber wir kommen durch ein Fenster auf dem Dach hinein. Oh. Alright. Versuch von hier aus rüber zu gleiten. Keine Sorge, ich bin bei dir. Eugene hat sich angeschlossen. Nice. Hallöchen. Ich habe das Gefühl, dass seitdem ich Ballett mache, da nur noch Muskeln sind. Ja, Ballett ist ja auch anstrengend. So, why not? Was bist du denn? Bist du süß? Ein Aufziehrubin. Der lange Krallenarm des Aufziehrubins verschafft ihm einen besonderen Vorteil im Fernkampf, da er auf diese Weise Waffen in sicherer Entfernung halten kann. Dies gleicht der Umstand aus, dass er nicht besonders schnell ist. Süß! Achso, Kaylee ist jetzt zurück. Okay, ich kann immer nur einen mitnehmen. Ich kann also nicht so einen 20-Mann-Trupp machen. Okay. Okay. Ich bin hier oben. Ich habe einen dieser Ghule auf Patrouille den Schlüssel zum Fenster schiebitzt. Wir lassen uns reinfallen und erledigen sie. Bist du bereit? Ja, machen wir es. Let's go! Hey! Ihr werdet jetzt die Arbeit einstellen, ihr Blutsauger. Du bist aber sehr unkooperativ, junger Mann. Hör dir doch erst einmal unser Angebot an. hat er gerade Angebot gesagt? Wie meinst du das? Ich dachte, es wären Vampire. Das sind Vampire. Well. Naja, sozusagen. Ich würde sagen, das sind schlimmer als Vampire. Das sind Makler. Oh nein, Makler. Yes. Der Maklerverband möchte nichts weiter als langfristig einen Wohnungsmarkt auf neue Viral aufbauen. Makler? Ja, es ist Makler. Hallöchen, Dotwin. Hi. Wer jetzt kauft, kann einen bedeutenden Profit mit Neuankömmlingen machen, die eine Unterkunft brauchen. Da es auf Neuviral keine Währung gibt, entwickeln wir gerade sogar einen vielversprechenden Plan zur Zwangsenteignung. Hey! Ich hab genug gehört, Hafenstadt wird niemals von euresgleichen aufgekauft werden. Ellie, bist du bereit? Zeigen wir noch, auf welchen Holz wir geschnitzt sind? Na gut. Oh nein, wir bekämpfen böse Makler. Ich dachte halt auch, Ninja des Sand Vampire. Okay. Liebe Kinder, nicht vergessen, aber ich schwabbel jetzt, Liebe. Das stimmt. Das stimmt. So. Ein Bauernskelett, den kennen wir noch gar nicht. Ich schlabber dich an. Ach, tut mir echt leid wegen dem Husten, ne? Spielzeughammer trifft ein Ziel. Aufgezogen. Aufgezogen erhöht die Reichweite der Nahkampfangriffe eines Charakters und macht sie zu Fernkampfangriffen. Ah.
Oh, der hat aber gut Schaden gemacht. So. Und dir hau ich auch nochmal einen Klaps rein. Aua. Geh doch nicht alle auf Eugene. Genauso wie Produkte aus Plastik oftmals leider auf einer Mülldeponie landen, werden Plastiktypen durch Angriffe von Erdtypen vergraben, was ihre Bewegung einschränkt. Okay. No, mein Schlabbern ging daneben. Ja, Eugene, du, dir geht's halt gar nicht gut, ne? Bestände. Machen wir das so. Und dann hier direkt nochmal den Spielzeughammer drauf. Angriffe des Erbstypen ersticken Ziele des Feuertyps und verringern so die Stärke ihrer Angriffe. Ich werde mir das niemals alles merken können. Ich kann mir das bei Pokémon schon nie merken. So. Und hier dann auch nochmal den Spielzeughammer drauf. Ich werde mich nochmal in den Lurky kuscheln. Mach das an. Anja wollte ich gerade sagen. Alicia. Mach das, mach das. Viel Spaß im Lurk. Wisst ihr übrigens, was mir nämlich gerade eingefallen ist, was richtig cool ist? Das Spiel unterstützt diesen Steam-Market und man kann da selber seine Pixel-Art-Kreaturen und sowas einfügen und sowas. Das ist richtig cool. Finde ich sehr, sehr nice. Das Marktwachstum ist unvermeidlich. Wir sind unvermeidlich. Okay. Ein kleiner Sieg, aber es gibt noch mehr zu tun. Also, gefährlich klingen die jetzt gar nicht. Diese Makler wollen von unserer kollektiven Not profitieren. Ich weiß nicht, wie sie hierher gekommen sind. Aber ich habe vor, sie aufzuhalten als Verteidiger von Hafenstadt. Brauchst du Hilfe, Verteidiger von Hafenstadt? Etwas Hilfe wäre sicher nicht schlecht. Halte die Augen nach ihren anderen Festungen auf und hör dich in der Stadt nach aktuellen Gerüchten um. Okay. Und nimm das hier. Makler, Büro, Fensterschlüssel. Okay, kommen wir dann jedes? Haben die alle dasselbe Schloss? Jetzt kannst du die Dachfenster selbst öffnen. Okay, anscheinend haben die alle dasselbe Schloss. Du kannst die Insel Neuviral auf deine Weise erkunden. Wenn du auf der Suche nach einem vorgeschlagenen Ort bist, kannst du dich einfach in Hafenstadt nach Gerüchten umhören. Die Bewohner tauschen gerne Informationen aus. Wenn du die Gerüchten genannten Orte untersuchst, kommst du normalerweise in deine Questen voran und kannst sogar neue Monster entdecken. Nein. Sammle 3 Gerüchte der Bewohner. Okay. Achso, oh, jetzt habe ich gar nicht geguckt gehabt, ob man... Kann ich hier nochmal kurz rein? Vielleicht können wir ja hier noch Sachen untersuchen. Nee? Oh doch, da, guck mal. Okay, mehr war nicht. Oh, jetzt wird es aber mit dem Husten irgendwie echt anstrengend. Und glaube ich auch wieder vom vielen Lesen und so. Oh, es regnet!
Okay, also Wetter gibt's ja auch. So, dann zelten wir hier nochmal. Eugene berichtet dir ganz aufgeregt vom Treiben in Hafenstadt. Oh. Ich habe trotzdem nur 140 Holz. So, wir sollen jetzt noch Gerüchte sammeln, ne? Finde die Räume aller Makler, alle Büros des Maklerverbands. Eins von Fragezeichen, okay. Dann gucken wir uns mal hier die Gerüchte an. Oh, warte mal. Was ist das hier unten? Noch nichts, was ich machen kann anscheinend. Gerüchte! Gerüchte, ich komme! Hallo, weißt du irgendwas? Hey! Oh, genau! Du bist das neue Gesicht. Schön, dich wiederzusehen. Okay, du hast nichts zu erzählen. Was mit dir? In letzter Zeit schleichen hier so komische Leute mit bleicher Haut rum und murmeln irgendwas vor sich hin. Das ist sogar für diesen Ort ungewöhnlich. Achso, vielleicht haben die ja was. Schade, dass die Sachen manchmal so schnell weg sind. Warst du schon auf der Westseite von Hafenstadt? Ich wollte irgendwann mal das Heimatmuseum dort besuchen. Ja, das kennen wir ja schon. Oh nein, Wasser. Ich weiß von nichts. Ja, angezeigt werden die ja eigentlich als. Als so ein Fragezeichen. Goodbye. Versuch dich da draußen nicht allzu schwer zu verletzen, okay? Okay. Oh Mann. Jetzt wird es echt mit dem Husten wirklich sehr lästig. Ah, da. Fragezeichen. Hast du einen Kobold mit Lederstiefeln gesehen? Das ist das Monster namens Sprungfeder. Wie ich hörte, ist es am Strand von Hafenstadt zu finden. Okay. Ja, das. Die in Hafenstadt gesammelten Gerüchte findest du bei deinen Quests. Hafenstadt ist der beste Ort, um deine Vorräte aufzufüllen, also hör dich auch nach Gerüchten um, wenn du schon mal da bist. Ja, 3 Stück sollen wir. Aber siehst du, die werden doch mit so Fragezeichen gezeigt. Da kommen wir immer noch nicht rein. Komm ich da hoch? Nö. Aber guck mal, jetzt ist das hier auch weg mit den. Also da unten gab es quasi nur das. Ist hier sonst noch mehr? Lass mich hier hoch! Lass mich hoch! Da, da ist noch ein Gerücht. Hallo? Well. Ich habe ein Gerücht gehört, dass der Boden im Park von Neuviral manchmal bebt. Als wäre darunter ein großes Fahrzeug unterwegs. Was meinst du? Was da unten wohl ist.
Mhm. Eben. Haben wir noch was? Tal Adriel 2012 sagt Mahlzeit zusammen, fühlt euch gedrückt, wenn ihr mögt. Na, Tala. Na du? Dankeschön. Fühl du dich auch gedrückt, wenn du möchtest. Jetzt muss ich hier überall nochmal reingucken, in der Hoffnung, dass irgendjemand noch ein Gerücht für mich hat. Hier waren wir eigentlich überall schon mal. Ja, dir selber nah. Na, du Nasenbär? Hallo, ich brauche noch ein drittes Gerücht. Bitte. Bitte irgendjemand. Ja, auch nicht. Na, du Nasenbären. Oh. Früchte. Ja, da unten wird noch irgendwo irgendwas angezeigt. Hat hier noch jemand ein Gerücht? Hm. Sieht nicht danach aus. Ah, cool, aber die versammeln sich hier, ist ich gerade, weil bei Kaylee hier ist. Die versammeln sich hier so in dem Café. Das finde ich ja cool. Oh, wenn sich das Café dann nach und nach füllt und so. Ah, das finde ich gut. Glaube ich. Hallo? Hier irgendwo Gerüchte? Da ist ein Gerücht. Well. Jemand, den ich in Morbid-Stadt kenne. Auf dem Herbsthügel. Oh, da wohne ich. Hat angeblich gesehen, wie sich jede Menge Makler vor kurzem irgendein Bürohaus versammelt haben. Ah. Herbsthügel, die sind ja da hinten irgendwo. Gerüchte. Ja, da ist halt das mit diesen Sprungfedern. Wir können das ja mal machen. Ja, stimmt, und ich sollte mal gucken. Geht das hier auch? Hallo, Sweetie. Hallöchen, Wilma. Hallo Schätzchen, wenn du Mitglied bei den Rangern werden willst, die Hand ist gerade weg. Ach ja, stimmt. Stimmt. Da war ja was. Bevor ich... Hui. Also wir haben Knöchel verknackt, aber ist nicht so schlimm. Welcome. Heute einmal mit dir zurückspulen. Nicht einmal gebrauchen. Ah, du verkaufst gar keine Kassetten. Goodbye. Du verkaufst ja gar keine Kassetten. Wait a second. Ich brauche Kassetten. Ich wollte gerade ein paar einkaufen. Ich habe gerade nicht mehr so viele. Die haben nur Sticker da vorne. Hast du... Bonjour. Kassetten? Da, du hast Kassetten. Ich nehme alle. Glaube ich. Das ist wahrscheinlich besser. Au revoir. Ja, ja, tschüss. Auf Wiedersehen. Dann gehen wir den einen Gerücht da nochmal kurz nach. Weiß man nicht, was mir das bringt. Das werden wir rausfinden. Hier. Ah! Hat auch nur auf mich gewartet. Aber die sind nur Stufe 1. Dann kriegen wir das doch hoffentlich hin. Hm.
stimmt. Ich habe ganz vergessen, dass der dann giftig wird. So, und da hauen wir einmal den Hammer drauf. Auf Neuviral. Auf Neuviral zu findende Gifte sind oftmals brennbar und können mit einem Angriff des Feuertyps entzündet werden. Verbrannte Charaktere erleiden am Ende ihrer Runde Schaden. Okay. Das ist eine ziemlich gute Stelle für ein paar Liegestütze. Ich weiß ja nicht. Ich bin dem Gerücht nachgegangen, hier ist nichts. Gadi, lass mal. Tap, 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 tap. Man jetzt hier so hoch? Ah, man kann hier so dann abkürzungsmäßig hochgehen. Aber ich soll ja trotzdem eigentlich runter. Jo. Hallöchen, Waichi. Hi. Na, du? Alles gut bei dir? Tap, 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 tap. Was spielst du da? Mach mal Ausrufezeichen Spiel. Da wird dir das ein bisschen erklärt. Ansonsten, wir spielen hier gerade Cassette Beast. Das ist gestern rausgekommen. Und ich denke, am besten zu vergleichen ist es mit so einem schönen RPG in die Richtung. Oder Pokémon mit Digimon. So ein bisschen. Wir können uns mit ihm hier zum Beispiel fusionieren, wenn wir gute Freunde sind. Und kommst du nicht hoch? Du kommst hier nicht hoch. Da wäre ich auch sauer. Bin ich ehrlich. Ja, wir können mit Kassetten können wir diese Monster hier, können wir die aufnehmen. Und dann haben wir die sozusagen in unserer Gruppe mit bei. Aktuell habe ich einen richtig süßen Huni. Wir haben das Schaf, das Geisterschaf, und wir haben die Dominotte. Aber der Hundi ist halt einfach so süß. So süß. Und wir haben jetzt gerade Eugene als Partner mit. Wir hatten aber vorher auch noch Kaylee mit. Oh, guck mal, hier ist ein Buch. Altes Buch. Ja. Und das brauchen wir nicht. Und deswegen kann ich das... einfach hier verwerten. So. Aber, also, ne, hier ist aber nichts. Gerücht sagt, hier sollen Sprungfedern sein. Hier sind aber keine. Ja, stimmt, wie ein altes Pokémon. Quasi. Quasi, aber dieses, ja, so dieses 2D, 3D-mäßige. Das ist halt ziemlich, ziemlich cool. Ich mag das sehr gerne. Oh Gott, hier sind sogar jetzt so Pfützen. Und ja, das Spiel kam gestern erst raus. Hm, jetzt sehe ich hier diese Sprung. Also vielleicht muss ich mich auch mit dir prügeln. Vielleicht kommt da einer. Da ist der Sprungfeder. Okay. Laufen nicht alle auf der Oberwelt rum. Sind das mal wieder und dann hier.
Und ich mag den Pixel-Style davon sehr, sehr gerne. Sieht sehr, sehr toll aus, das Spiel. Was ist eigentlich der Story-Hintergrund, warum die sich mit Kassetten in Pokémons verwandeln? Die Mehrzahl von Pokémons Pokémon und das wissen die selber nicht. Also das ist halt nicht die normale Welt. Sie wissen nur, dass die hier angespült worden sind und dass es diese Wesen gibt. Und dass man die halt mit den Kassetten quasi aufnehmen kann und dann kann man diese Aufnahme sozusagen abspielen. Wow. Was wow. Die wissen es halt selber nicht. Ich kann da nichts dafür. Ich kann nichts dafür. Das war halt legit die Erklärung von denen. Die haben selber gesagt, ja, keine Ahnung, warum wir das können, aber wir können es. Ich akzeptiere das einfach. Es muss nicht alles einen Hintergrund haben. Das ist okay. Wir sind einfach nur hier in dieser Welt gefangen und wir versuchen wieder in unsere Welt zu kommen. Und dafür haben wir schon so ein Echo, so ein Erzengel haben wir getroffen. Und der Erzengel ist jetzt in uns drinne. Fragt mich nicht, ich weiß es nicht. Okay, bin ich jetzt dem Gerücht nachgegangen? Ich verstehe das mit dem Gerücht. Gerüchte. Vielleicht muss ich es auch fangen. Könnte auch sein, dass ich es fangen muss, dafür, dass es dann abgeschlossen ist. Sind die Kassetten Raubkopie geschützt? Nee, wir nehmen ja die Monster ab auf. Also machen wir ja eigentlich die Raubkopien, ne? Also eigentlich. Und es gibt ja auch Vampirmakler und ja. Das ist keine Sprungfeder. Ah. Bist du hier irgendwo? Hallo? Hallo? Sprungfeder? Nee, du bist ganz alleine. Ich meine, ich kann dich auch mal mit aufnehmen. So. Dudut! Diese Verkehrskrabbe. Achso, wenn wir es aufnehmen, dann kann es ja nicht kaputt gehen. Und wieso war das? Hallo? Ich nehme nicht auf. Wir haben jetzt die Verkehrskrabbe. Der Kegel der Verkehrskrabbe gehört nicht zu ihrem Körper, sondern ist ein ans Ufer von neu viral gespülter und von der Kreatur in Besitz genommener Verkehrskegel. Angeblich haben diese Wesen in der Vergangenheit stattdessen andere Objekte gefunden, um darin zu leben. Es hat aber die Fähigkeit Stau. Denkt das Tempo aller anderen Kämpfer. Ich liebe es. Ich liebe es. Dieses 3D mit der Ansicht finde ich auch nice. Weiß aber nicht, wie diese Optik heißt. Die heißt, glaube ich, 2,5D einfach nur. Weil es ein Mittelding zwischen 2D und 3D ist. Genau, so Octopath Traveler hat sowas zum Beispiel vorgemacht.
Oder ich glaube, Live Alive oder Live Alive oder irgendwie sowas. Ich weiß nicht, wie das Spiel heißt, aber das ist auch so im Dreh.